Mit vagen Erinnerungen an frühere abenteuerliche Eisenbahnfahrten sitzen wir im Zug 467 Wiener Walzer. Tägliche Abfahrt in Basel 20.27 Uhr, Ankunft in Budapest am folgenden Nachmittag um 13.05 Uhr. Tomislav Tomic, unser Schlafwagenschaffner, charakterisiert den Wiener Walzer als eher kühl, geprägt von Geschäftsleuten, selten besondere Ereignisse, wenig Diebstähle. Die Fahrt nach Neapel sei da schon einiges aufregender. Nun, das soll uns nicht hindern, dem schönen Klang des Zugnamens zu folgen und eine relativ neu eröffnete Grenze gen Osten zu passieren. Geht gut, also doch. Ja. Man ist doch unterwegs, aber doch hat man wieder Tag zwei frei. Und das ist dann auch natürlich, das ist ja schön, ja. Es ist nicht nur Samstag, Sonntag, wie bei den anderen, die in der Fabrik arbeiten oder so. Und ich finde das besser, das ist schöner so. Also besser. Zürich an, 21.23 Uhr. 10 Minuten Aufenthalt. Gesang studieren. Aha. Und Sie kennen Wien schon? Also ich habe mal 4 Jahre in Wien gewohnt. Es ist aber schon wieder 5 Jahre her. Also ich bin einmal in diesen 5 Jahren noch mal in Wien gewesen. Und jetzt ist wieder ein völlig Neubeginn, dass ich da wieder wohnen werde. Oder halb wohnen, halb in Zürich und halb in Wien. Und mit welchem Gefühl fahren Sie jetzt hier im Zug? Also... Ich freue mich. Und das stinkt mir nicht? Also manchmal schon. Manchmal schon, aber irgendwie ist es auch wieder angenehm. Ich kann gut schlafen im Zug und dann geht's. Ja. Und lernen Sie Leute kennen? Aber. Ja. Gerade jetzt vor kurzem habe ich auch wieder jemanden kennengelernt. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Das ist eine Schweizerin, die auch in Wien wohnt. Aber wir hatten so ein gutes Gesprächsthema, also Gespräch und gemeinsame Bekannte sogar. Ja. Wir haben uns so gut verstanden, wir haben schon ein paar Mal telefoniert. Jetzt werde ich sie mal besuchen, mal schauen, was daraus entsteht. Das ist das erste Mal, oder? Ja, zusammen. Dass wir mit dem Zug so weit fahren, ja. Also ja. Ich finde es toll. Ja. Ja. Ist aber ein bisschen eng da. Ich bin, ja, es ist ein bisschen eng, ja. Aber nicht, es ist ja gedacht zum Schlafen, nicht? Ja. Was erhoffst du von Budapest? Also? Ja, vieles. Also ja, ich warte schon ein bisschen auf etwas, was ich jetzt so gehört habe. Weil, als ich jetzt erst mit diesem Sommer in Ungarn war, bin ich nicht auf Budapest gekommen, bin ich nur am Plattensee. Ja. Und ja, Nachtleben. Und ja, auch ein bisschen Kultur. Am Tag ein bisschen Kultur. Also nicht extrem, also da von einem Museum zum anderen rennt und so. Das liegt nicht drin. Das ist ein bisschen stressig. Ich meine, es sind immer noch in Ferien. Und ich kann auch mal Kulturferien machen, wenn ich mal älter bin, immer noch. Da steht man ja nicht im Weg. Ich habe jetzt auf der Post geschafft, als Ferienjob.
Und dort kann ich gerade mein Geld gut durchbringen. Ja. Das ist interessant. Weil man hat doch weniger vom Osten gehört. Früher, wo es nicht so offen war. Meine, jetzt braucht man ja nicht einmal ein Visum mehr. Mhm. Wenn ich im Sommer noch gegangen bin und noch ein Visum braucht für Ungarn, das ist jetzt fertig von der Schweiz aus. Mhm. Das kann man einfach abreisen und dann ja. So wie wenn man nach Frankreich geht schnell oder auf Deutschland. Mhm. Ist die Welt etwas grösser geworden? Ja, es hat doch einen neuen Horizont geöffnet, finde ich. Ich meine, wie Nash schon gesagt hat, im Osten, was hört man von dort schon? Fast nichts. Und ich habe immer gehört, dass denen nicht gut geht, diesen Leuten dort. Und darum ist auch alles billig. Und ich kann mir das nicht recht vorstellen, wie es ist, wenn es einem nicht gut geht. Und jetzt gehe ich dort halt mal schauen. Und dann nebenbei eben kann man auch gleich das Nachtleben genießen, scheint es wie im Westen. Wie man es überall hatte, in Europa und so. Mhm. Ja. Und was heisst denn im Zoo hocken? Also so. Also ich weiss noch, als ich die erste längere Zugreise gemacht habe, das war wirklich ein abenteuerliches Kribbeln, oder? Ja, schon. Es geht einfach ein bisschen lang bis auf Budapest. Ja. Darum haben wir uns einrichten müssen, so mit Bio, Radio, mit Sound, mit Essen, alles. In Sargans sind österreichische und schweizerische Zöllner zugestiegen. Bis Buch St. Gallen müssen Reisen und Gepäck gecheckt sein. Und wir erfahren, dass in einer Zeit, in der so viele Grenzen fallen, sich andernorts neue bilden. Ja, bitte mitbringen, Gepäck. Ja, Bagage. Etwa einen Monat vor unserer Reise hat Österreich die Visumspflicht für Rumänen und Polen eingeführt. Während Wochen spielen sich nun täglich im Bahnhof Buchs Dramen ab. Menschen mit rumänischem oder polnischem Pass, die aus dem Westen heimreisen möchten, werden aus dem Zug geholt, weil sie kein Visum für Österreich besitzen. Was als Maßnahme gegen Flüchtlinge gedacht ist, wirkt sich auf normale Reisende aus. Zumeist mit wenig Geld bei sich, müssen sie die Fahrt in Buchs unterbrechen, hier übernachten und dann auf dem österreichischen Konsulat in Zürich ein Visum holen. Ein Blick auf ein Szenario, dessen Sinn selbst unseren Ordnungshütern verschlossen bleibt. Ami sind Swiss. Devise. Ami. Ici? Ja. Non? Non. Je vais à Budapest. Ah. Francis. Oui. Allez, oui. Ja, machen Sie jetzt mit denen? Wie? Machen Sie jetzt mit denen? Wir müssen das Konsulat Visum holen. Ah. Österreich im Konsulat. Aber wo übernachten Sie jetzt? Jetzt gehen wir eventuell in ein Hotel. Ah. Ich will ein Visa Transit. Visa Transit. Wir gehen dann einfach den Preis vom Konsulat. Budapest, Alger. Je viens de Genève. Voilà, bien, c'est Genève, Budapest. Oui. Yes. Yes. And kein Visum. I don't know. You didn't know. You didn't know that you need a visum. Romania. Well, you are not the first one. Every night. And, every night. And what I must to do? You must go to consulate to get a Where visum. Where is the consulate? I don't know. He knows. He will help you. Why is that for Romania? It's new, since 1 month. Since 1 month. But I don't see, Romania, I don't yes, stay in yes, Austria. Yes, yes, I know, they I don't know. Student. I know, I'm sorry for you. Mm.
Moment, hä? Moment. Auf der Suche nach jemandem, der regelmäßig im Wienerwald zerfährt, treffen wir auf Ferdinand Schöffmann, einen Arzt, der in der Nähe von Zürich lebt und in Wien eine Praxis führt. Ja, schauen Sie, es ist so. Erstens einmal bin ich Österreicher, ne? Und bin 1920 geboren, also, und habe nach dem letzten, nach dem Krieg, bin ich dann, habe schon ein Doktorat gehabt. Habe aber dann in Graz auf einer Universitätsklinik gearbeitet und bin 1960 dann weg nach Afrika. Und da war ich 5 Jahre im Kongo und nachher 2 Jahre in Amerika und 2,5 Jahre in Vietnam. Und von Vietnam bin ich dann zurückgekommen, weil meine Frau eine Schweizerin ist und mein Sohn ist in Saigon geboren. Mhm. Da sind wir dann zurück und sind in die Schweiz gegangen. Und da war ich so von 1970 bis 1985 war ich in der Schweiz. Ne? Und dann hat man mir plötzlich in der Schweiz das Wasser abgegraben. Ne? Dann hätte ich müssen, ich hätte natürlich längst können, weil meine Frau ja Schweizerin war, der Bub war ja auch Schweizer, hätte ich können die Schweizer Staatsbürgerschaft annehmen. Hm? Ich hätte auch bekommen. Aber dann hätte ich mein Doktordiplom verloren. Ah, ja. Ja, in der Schweiz sind das so interessante Gesetze, dass man ein Doktordiplom ist nur dann gültig, wenn man das Doktorat als Schweizer gemacht hat. Ne? Ah, ja. Also wenn ich jetzt Schweizer geworden wäre, hätte mein, wäre mein Doktordiplom annulliert geworden. Ja, ne? Ah, ja. Und dadurch habe ich mir dann gedacht, na gut, bin ich nach Wien. Und habe dann in Wien eben eine Privatpraxis aufgemacht und arbeite jetzt seit 5 Jahren in Wien, seit 1985. Und muss halt jeden Tag, jede Woche hin und her fahren. Ne? Weil ich bin ja früher Chirurg gewesen. Ne? Und wenn ich nämlich jetzt in dieser alternativen Medizin, in der ich jetzt arbeite, ne? Da habe ich eigentlich die Anstöße in diesen Ländern wie Afrika und vor allen Dingen in Asien bekommen. Ne? Mhm. Auf die, so stark wäre ich sonst wahrscheinlich auf die Idee gar nicht gekommen. Also das Rumziehen hat auch seinen Sinn gehabt. Ja, ja, sicher, das hat sicher auch seinen Sinn gehabt. Und gleichzeitig muss ich jetzt natürlich das auf mich nehmen und muss das halt durchmachen, damit ich eben auf der einen Seite jetzt doch einer gewissen Anzahl von Menschen auf eine andere Art und Weise helfen kann, ne? Und gleichzeitig aber auch meine Familie erhalten kann. Ne? Eine Nacht ohne nennenswerte Zwischenfälle, im monotonen Gerumpel von den meisten im Schlaf verbracht, neigt sich dem Ende zu.
Wie haben Sie geschlafen? Mehr oder weniger schlecht. Es geht. Ja, immer ein bisschen wach, aber wir haben es lustig und dann finde ich, kein Problem zu sein. Mhm. Ich glaube, es wäre relativ gut gegangen, wenn ich den Kondukteur am Morgen um 2:30 gekommen wäre und das Billett verlangt hätte. Nein. Nachdem wir etwa 5 Minuten geschlafen haben, ja. Ja, das hat uns eigentlich ein bisschen aufgemacht, weil es ist ja vorher einer gekommen und dann kommt mal einfach, wo wir schlafen, da noch mal rein, ein Billett. Und wir so, sehen muss ich, wenn wir erst jetzt eingestiegen wären. Also, aber sonst haben wir es glatt gehabt. Wann ja. Gehen Sie? Auf Wien, nach Wien, ja. Ferien, einfach Ferien. Ja, ein bisschen geniessen. Die Ferien noch ein bisschen geniessen. Wir gehen am Montag wieder in die Schule. Haben wir gefunden, wir noch etwas machen, nicht nur daheim sitzen. Und Wien war einfach schon lange mein Traum. Also mir ist es ein bisschen anders. Also wir sind gar nicht zusammen. Ja. Da, wir haben das so eigentlich erst im Zug kennengelernt. Also ich bin mit einem Kollegen von mir da, ja. Seine Großmutter, so ganz ein spontaner Entschluss gewesen. Gestern zum Mittag haben wir uns erst entschlossen gehabt, dass wir das werden machen. Jetzt gehen wir noch ein paar Tage. Ankunft in Wien Westbahnhof. Eine knappe Stunde Aufenthalt. Mit teils ausgewechselten Wagen fährt der Wiener Walzer um 9.30 Uhr Richtung Ungarn weiter. Kurz vor Hegyeshalom, dem ungarischen Grenzort, entdecken wir 16 Rumänen, die in 2 Abteilen eingeschlossen sind. Wir entnehmen den vielsprachigen Ausführungen, dass sie illegal über die grüne Grenze nach Österreich eingereist seien. Dort habe man sie verhaftet und unter misslichen Bedingungen eingesperrt. Nun würden sie abgeschoben, nach Ungarn. Sie hätten Hunger, kein Geld und keine Zigaretten. Und in ihrer Heimat keine Zukunft mehr. Fünf Jahre lang sei er in Rumänien eingesperrt gewesen. Er sei ein Hund. Weiter nichts. Die österreichischen Grenzbeamten informieren ihre ungarischen Kollegen und übergeben ihnen die Rumänen. Io ho parlato con translatore e ma io non sono interessato in Austria. Io volevo in Italia partire in Italia. A mia sorella, a mia fratello, sono in Italia. Er wolle gar nicht nach Österreich, erklärt der Rumäne, sondern nach Italien, wo bereits seine Schwester und sein Bruder seien. In Rumänien hätten sie das Haus, in dem er gewohnt habe, abgebrochen. Für ihn gäbe es keine Rückkehr mehr. Perché io ritornerò in Rumänia? Ma ci vediamo come forzato, obbligatorio. Obbligatorio. Pagare in documento, obbligatorio.
Die Rumänen werden behelfsmäßig mit neuen Papieren ausgerüstet. Man habe sie gezwungen, dafür zu zahlen. Possible? Possible Asylpolitik Budapest? Mit Lobgesängen auf die Ungarn, die ihnen die Freiheit wiedergeben, und Flüchen auf Österreich auf den Lippen, reisen sie weiter. Zunächst nach Budapest. Um wohl, wer könnte es ihnen verargen, den Trip gen Westen nochmals zu versuchen. Infern! Infern! Sono Infern! Kommt se Dracula in Infern, sei un Infern in Österreich. Infern! Vor Budapest treffen wir eine Ballettlehrerin, eine Exil-Ungarin, die in der Schweiz heimisch geworden ist und nun in Ungarn Freunde besucht. Sind Sie erste Klasse gefahren? Weil in der ersten Klasse sind Sitzplätze. Und dann kann ich, wenn ich will, auf den Korridor gehen. Und im Kuschett ist es ein bisschen schwieriger. Entweder muss ich runterklettern oder also vorkommen. Und das ist, ich habe es mal probiert, aber ich werde das nicht mehr machen. Ein Gefühl von eingeschlossen sein? Ja, eingeschlossen sein und ich kriege Platzangst. Ja. Aus dem Grunde, dass ich ziemlich lang im Keller war, in der Zweiten Weltkrieg und später. Ja. Und ich mag das nicht. Ich fahre zum Beispiel einen Einmannlift nicht hoch und nicht ab. Mir ist egal, ob das fünfte oder sechste Etage ist, ich laufe runter und drauf. Ja. Weil diese Eingeschlossenheit, das ist für mich... Das ist ein Kriegstrauma, ja. Also ein Trauma vom Krieg noch. Ja. Und das bleibt. Ja. Das kann man nicht heilen, dafür gibt es kein Medikament. Also ich bin gern frei. Können Sie noch was sagen über das Gefühl jetzt? Wie war das erste Mal, wo Sie zurückgingen nach Ungarn? Das erste Mal, es fing so an, dass ich angefangen habe zu heulen, also weinen, von lauter Aufregung. Ich konnte nicht essen und ich fand unser Haus nicht mehr. Weil das ist so umgebaut wurde, die ganze Umgebung, wo Wiese war, jetzt stehen jetzt Blöcke und ich musste es wirklich suchen. Und zum Glück, der Taxichauffeur hat die Adresse gefunden. Und so bin ich zu Hause gelandet. Und das war wirklich ein Erlebnis für mich. Und das war nur eine... Damals lebten noch meine Eltern. Und das war wirklich wunderschön. Für uns, für unsere Familie. Und da habe ich noch die Freunde gesucht. Und schön langsam habe ich alle gefunden. Und sie haben sich auch gefreut, dass ich gekommen bin. Und das war natürlich für mich auch schön. Thank you.
Budapest, Keleti Pályá Udvar. Fahrplanmäßige Ankunft 13.05 Uhr. Verspätung bis zu einer Stunde ist nichts Außergewöhnliches. Wollen Sie ein Zimmer? Excuse me, Mr. May I have room 5 Zimmer? Das Ziel der Reise ist erreicht. Halt, nein! Unser Ziel ist ja nicht Budapest. Unser Ziel ist die Reise selbst. Nur ein einziger Blick auf die Stadt, die für uns nun wieder so sehr zu Europa gehört, dass die Öffnung des Ostens kaum mehr ein Thema ist. Uhr 40. Abfahrt des Wiener Walzers. Zurück Richtung Schweiz. Vor mir auf, schaut zum Fenster raus und seht, das Auto ist nicht mehr da. Ich fange an zu lachen, sagt, du schaust auf die falsche Seite raus, es wird um die andere Seite stehen. Oder? Wenn wir, ich habe darüber gelacht, haben wir nichts dabei gedacht. Sind wir aufgestanden, gemütlich noch gefrühstückt, als der Lauf vom Rabe. Denke ich mal, ich habe doch richtig auf die richtige Seite rausgeschaut. Oder? Kommen wir raus, direkt vor der Tür, wo wir geparkt haben, das Auto weg. Dann dachte ich, das gibt's nicht. Zwei, dreimal um eine Brücke rumgelaufen, wegen weiterem Bleikanauten. Ja, das tun wir jetzt. Sie ist mir fast verzweifelt. Deutsch hat uns niemand verstanden. Ist dann hergekommen, mit dem Krawatte oder gut angezogen. Sie hat ihn angeschwätzt, oder? Dann haben wir gesehen, das Auto ist weg. Oder? Ja, gleich die Polizei anrufen, oder? Dann hat er uns telefoniert und die Adresse aufgeschrieben vom Polizeiposten, oder? Und dort ist nachher erst richtig losgegangen. Erzähl du mal. Am ersten Polizeiposten waren wir hier, da waren etwa 7 Nachpolizisten umeinander. Dann hat man so Märkli gekriegt, um überhaupt eine Anzeige zu machen. Keiner hat Deutsch können, also das war eine Katastrophe. Dann sind wir eineinhalb Stunden auf dem Posten gewesen, oder? Und dann sind wir dann reingekommen, dann hat er immer gemeint, der Polizist, uns haben nur was aus dem Auto rausgenommen. Der hat gerne gemerkt, dass das ganze Auto weg war. Und dann habe ich gesagt, ich möchte zum österreichischen Konsulat. Und dann haben sie gleich gesagt, nein, das brauchen wir nicht, oder? Also so deutet, nein, zuerst Anzeige und halt das. Und dann haben wir Haus wieder gewartet mit dem Merkel, keine Nummer, nichts, aber halt ein Merkel hat man gekriegt. Und dann, zumal ist dann einer, der Englisch können hat, und dann haben wir es dann immer so erklärt. Dann haben wir gesagt, wir gehen zum österreichischen Konsulat. Dann haben sie aber gesagt, wir müssen dann wieder herkommen, oder? Ja, und wir haben gesagt, wir kommen wieder her, dann sind wir zum österreichischen Konsulat. Die haben gleich zu uns gesagt, wir müssen zu einer anderen Polizeistation, wo wir Deutsch verstehen können, um die Anzeige zu machen. Und dann können wir erst wieder zum österreichischen Konsulat, wegen der Zollpapiere oder was sie was. Oder? Dann sind wir auf der anderen Poste gegangen, dort wieder eine Merkel gekriegt, wieder eineinhalb Stunden gewartet. Und jetzt geheißen wir keine Deutsch. Oder? Dann hat man uns wieder auf eine andere Adresse also geschickt, wieder auf eine andere Kärtle. Dann sind wir zu dem dritten Polizist. Und dort war zufällig ein Student, der echt gut Deutsch konnte. Ja. Dann haben wir dann endlich die Anzeige aufgegeben. Und die war also um 10 Uhr sind wir am ersten Posten und am Nachmittag um 3 Uhr haben wir angefangen, die Anzeige aufgeben können. Dann hat uns das angefangen, was uns alles gefehlt hat und halt was ich was. Jetzt schaukeln wir halt mit dem Zug auf. Wer eine Reise tut, kann uns erzählen. Thank you.
geflogen. Du bist nach 17'000 km Zug gefahren, hast du gesagt. Du bist 5'000 km mit dem Velo gefahren, 150 Stunden im Schiff. Frag, jetzt hockst du im Zug von Budapest auf Wien, heim in die Schweiz. Hast du keine Angst vor dem Heimkommen? Nein, ich glaube es nicht. Nein. Freust du dich? Ja, freue mich schon. Ja, ich glaube, man tut sich mit dem auseinandersetzen. Ich habe mich mit dem schon in Peking auseinandergesetzt. Man muss sich schon auseinandersetzen, glaube ich. Weil das ist, da ruft einem keiner mehr zu. Hello, Mister. How are you? Can I help you? Das ist überall, wo man mal steht und in eine Karte hineinschaut. Can I help you, wenn einer kann? Und du, was ist los? Wenn du stehst, geht's dir gut? Ja, das kommt da in der Schweiz nicht mehr vor. Also in der Schweiz, einfach im Westen nicht mehr vor. Weil man ist nicht aufeinander angewiesen. Jeder hat seinen Lohn, jeder hat sein Dach über dem Kopf. Man muss den anderen nicht fragen. Du, geht's dir nicht gut? Aber in Asien, das ist einfach so. Man ist aufeinander angewiesen. Man sieht es auch unter den Reisenden. Wie sofort um ein armes Land ist, die Solidarität grösser. Untereinander. Jetzt bin ich um einen Schweizer gezogen. Das ist ganz komisch, oder? da den grünen Wagen gesehen habe. Nach Klammern. Wie lange warst du unterwegs? Ein Jahr. Ein volles Jahr. Und was hast du jetzt für ein Gefühl, wenn du zurückgehst? Ja, ich habe mich schon vorbereitet, zum die ganze Zugfahrt. Also ich will nicht nach Hause fliegen, von Peking auf Zürich fliegen. Das würde ich nicht machen. Weil das ist ein Jahr und das sind so andere Gefühle, hat man da. Im Osten, man lebt in ganz anderen Welt. Das glaubt man nicht. Und das kann man nicht von einem Tag machen. Das wäre eine Katastrophe. Also das wäre eine Frustration. Einfach weil das ganz anders ist. Nur schon das ist eine Frustration. Es ist einfach anders. Kannst du sagen, was anders ist? Oder wie du dich vorbereitet hast? Oder was du jetzt... Es ist einfach... Man hat wenig zum Kaufen in diesen Ländern. Und man braucht nichts. Man ist mit allem zufrieden. Man ist froh, wenn man zu essen hat. Und nein, man kann schlafen. Ja, und das Angebot ist nicht so gross. Ich meine, in diesen Läden verkaufen sie das, was wichtig ist zum Leben. Aber wenn ich da nur schaue, ich meine, das ist jetzt noch im Osten, aber es ist ja fast so wie bei uns. Aber da hast du alles. Da hast du viel zu viel, was du nie brauchst fürs Leben. Und da siehst du alles. Der Säckel ist daumen, du musst das haben, musst das haben. Du kannst gar nicht richtig lesen. Zug, dass ich will zu den Eltern fahren. Und die Eltern und sind? Und die Eltern sind in Nürnberg. Ja. Dort ist Bruder, Schwester, Schwager. Alle sind dort. Alle sind dort. Ja. Deswegen fahre ich, so nicht mit der Familie zusammen sein. Ja. Auf einen Ort. Und Sie kommen? Von wo? Von woher kommen Sie? Ich, von Rumänien, von Klausenburg. Ja. Von Klausenburg gehe ich auf Nürnberg. Ja. Zu den Eltern. Mit meiner Tochter zusammen. Ja. Und dort bleiben Sie? Dort bleiben wir. Ja. Wir sind auch ständig. Für immer? Für immer, ja. Tut das nicht weh, dass Sie Ihre Heimat verlassen? Vielleicht tut ein wenig auch weh, die Heimat. Ja. Oder wenn Vater und Mutter dort ist und die Schwester alles. Tut mir nicht weh. Ah. Wissen Sie? Also die Menschen sind Ihnen wichtiger als das Land? Die Menschen sind wichtiger als das Land. Ja. Oder auch durch das Land tut mir weh. Ja. Ich habe nicht was zu machen, weil ich muss mit Vater, Mutter, Schwester zusammen sein. Ja.
Das ist mehr wichtig als alles, als wie lang und alles. Haben Sie Angst? Nein, überhaupt nicht. Keine Angst? Keine Angst. Für was? Vor dem Neuen. Das ist doch alles nein, anders, alles neu. Nein, ich fühle mich gut, gesund und ich habe keine Probleme. Nicht. Ja? Nein. Ich habe 54 Jahre. Ja. Und ich habe noch keine Angst von Arbeit oder von so etwas. Ich habe keine. Ich fühle mich gut, gesund und. Ich bin weg mit der Hoffnung, dass soll ich anfangen ein neues Leben hier in Deutschland. Und habe ich 20 Jahre, bin 20 Jahre alt und habe Hoffnung, dass wir ein neues Leben mehr anfangen. Es wird schon auch einige Umstellungen verlangen, oder? Also das kann man nicht wissen vorher. Ja. Das bleibt zu schauen. Oder ich glaube, dass ja, das wird gut sein. Muss gut sein. Muss. Muss gut sein, ja. Muss gut sein, ja. Die Hoffnung kann man nicht verlieren, keinmal. Ja. Ich bin so jetzt jung, habe noch habe große Hoffnung. Das ja. Alles wird in Ordnung sein und gut. Und aber man wird kämpfen müssen auch. Müssen, ja. Bis jetzt. Haben wir auch immer gekämpft. Eine harmlose Geschichte. Es gibt auch die Frauen, die die Blume in Wien bekommen und verabschiedet sie auf Wiedersehen und vielleicht Tränen. Aber in Zürich wartet jemand anderes mit den Blumen. Und da kriege ich die Blume. Das ist sonst. Gleis 8 steht vor später der Schnellzug Wienerwalser nach Aarau-Basel.